Warum hatte Madame Hooch eigentlich so gelbe Augen? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über die Hogwarts-Fluglehrerin und Quidditch-Schiedsrichterin Rolanda Hooch sprechen. Hooch ist eine britische Hexe, von der man annimmt, dass sie irgendwann vor dem Jahr 1918 geboren wurde. Es ist eine starke Figur, denn sie ist diejenige, die den Schülern das Grundwissen über das Fliegen von Grund auf beibringt. Es ist nicht allzu viel über sie bekannt und sie taucht weder in den Büchern noch in den Filmen sehr oft auf. Dennoch ist sie eine wichtige Lehrerin in Hogwarts. Die Fähigkeit, einen Besen zu fliegen, ist eine notwendige Fähigkeit für jede Hexe und jeden Zauberer. Und Hooch ist eine Expertin. Hooch ist sogar so gut, dass sie von der Abteilung für magische Spiele und Sport als Quidditch-Schiedsrichterin für Hogwarts ausgewählt wurde. Für diese Rolle ausgewählt zu werden, ist nicht zu verachten. Und es wurde gesagt, dass man sich vor der Übernahme dieses Amtes einer Reihe körperlicher, komplizierter und strenger Tests unterziehen muss. Sowohl schriftlich als auch körperlich. Madame Hooch ist für ihre offene Art bekannt. Fliegen ist dem Gehen nicht unähnlich, es ist nur viel schwieriger und viel gefährlicher. Und für ihre mangelnde Geduld, wenn es um Regelverstöße geht. Keiner von euch bewegt sich, während ich den Jungen in den Krankenflügel bringe. Ihr lasst die Besen, wo sie sind, oder ihr seid schneller aus Hogwarts raus, bevor ich Quidditch sagen kann. Aber eine Sache, die mir an Hooch aufgefallen ist, abgesehen von all dem, ist die Tatsache, dass sie stechend gelbe Augen hat. Also, gelbe Augen sind nichts, was man jeden Tag sieht. In der Muggelwelt wird das Weiße der Augen manchmal gelb und das nennt man Gelbsucht. Aber gelbe Pupillen, das ist etwas ganz anderes und das ist es, was Madame Hooch hat. Die Schauspielerin hat offensichtlich keine gelben Augen, aber ihre Figur hat sie eindeutig. Also war das eine bewusste Entscheidung. Warum also hat Madame Hooch gelbe Augen? Es stellt sich heraus, dass es nirgendwo erklärt wird. Also werde ich euch mal ein paar Theorien aufstellen. Madame Hooch ist Fluglehrerin und Quidditch-Schiedsrichterin. Das bedeutet, dass sich ein großer Teil ihres Lebens ums Fliegen dreht. Das bedeutet auch, dass sie unbedingt gut sehen muss, denn Quidditch ist ein sehr schnelles Spiel in der Luft, bei dem sehr viel los ist. Es ist schon schwer genug für Schiedsrichter, das Geschehen in normalen Muggelsportarten zu sehen. Damit sie ein Spiel wie Quidditch schiedsrichtern kann, muss ihr Sehvermögen tadellos sein. Viel besser als das einer normalen Hexe oder eines Zauberers. Also warum sind ihre Augen so gut? Sie ist doch eine ganz normale Hexe, oder? Meine erste Theorie ist, dass Madame Hooch aus der Not heraus eine Art Gebräu oder Zauberspruch erfunden hat, der ihr eine falkenartige Sicht ermöglicht. Falken sind mittelgroße Raubvögel, die für ihr Sehvermögen bekannt sind. Sie haben vier Arten von Farbrezeptoren im Auge, die es ihnen ermöglichen, nicht nur die sichtbaren Bereiche des Lichts, sondern auch ultraviolette Lichtbereiche wahrzunehmen. Da Habichte von Natur aus Jäger von Kleintieren sind, ist es nur logisch, dass sie sich so entwickelt haben, dass sie so einen scharfen Sehsinn haben. Falkenauge ist sogar ein Adjektiv, das so viel bedeutet wie wachsam mit extrem scharfem Sehvermögen. Und was haben Falken noch? Naja, gelbe Augen. Meine erste Theorie ist also, dass Hooch, die erkannt hat, dass sie gute Augen braucht, um in ihrem Beruf hervorzustechen, eine Art Trank oder Zauber erschaffen hat, um ihre Augen in die eines Falken zu verwandeln. Meine nächste Theorie, die etwas weniger Gewicht hat, besagt, dass Madame Hooch ein Metamorph-Magus ist. Metamorph-Magier sind Hexen und Zauberer, die ihr Aussehen nach Belieben verändern können. Metamorph-Magier sind den Animagi ähnlich, unterscheiden sich aber auf diese Weise. Animagi verändern ihr gesamtes Aussehen, während Metamorph-Magier die Fähigkeit besitzen, sich auf bestimmte Teile ihres Körpers zu konzentrieren und nur diese zu verändern. Ein Animagus zu werden ist auch eine gesamte erlernte Fähigkeit, während Metamorph-Magi mit dieser Fähigkeit geboren werden. Ein bekannter Morph-Magi in Harry Potter ist Tonks und wir sehen sogar, wie sie im Film bestimmte Aspekte ihres Aussehens verändert. Tonks hat keinerlei Verbindung zu Schweinen, aber man sieht, wie sie mit Leichtigkeit ihre Nase in die Schnauze eines Schweines verwandelt. Warum sollte Hooch also nicht in der Lage sein, ihre Augen in Falkenaugen zu verwandeln? Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.